Laufen die alle? Ja. Jo. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir begrüßen Sie zu einer neuen Ausgabe unseres beliebten Ratespiels Wer hat's gesagt? Alina fängt an mit der ersten Frage. Ich habe, lieber Dirk, ein schönes Zitat für dich, das lautet: Das Gewissen ist eine jüdische Erfindung. Wer hat's gesagt? Höcke oder Hitler? Hitler? Ja, ein bisschen eingestaubt, ne? Wow! Ich habe schon einen Punkt. Und du hast einen Punkt. Wenn jemand kommt und den ganz großen Knüppel rausholt und das damit schafft, innerhalb von 2 Tagen zu beenden, bin ich sofort dabei und so lange tue ich, was ich kann. Wer hat's gesagt? Himmler oder von Storch? Von Storch? Richtig! Ja. Gleichstand. Beatrix von Storch. Ich habe das dritte Zitat für dich, das lautet: Die Sehnsucht der Deutschen nach einer geschichtlichen Figur, welche einst die Wunden im Volk wieder heilt, die Zerrissenheit überwindet und die Dinge in Ordnung bringt, ist tief in unserer Seele verankert. Hitler oder Höcke? Da würde ich auf Björn Höcke tippen. Ja, zu Recht. Aber dieses geschichtliche Figur ist ein bisschen verräterisch. Ja, das ist ein bisschen verräterisch. Das stimmt. Und kämpfen kann ich nur für etwas, das ich liebe. Lieben nur, was ich achte und achten, was ich mindestens kenne. Wer hat's gesagt? Hitler oder Höcke? Hitler? Richtig! 2-2. 2-2. Wir kennen uns ganz gut aus im rechten Spektrum. Ja. Also, dieses Mal Gauland oder Hitler? Was für ein Glück für die Regierenden, dass die Menschen nicht denken. Oh, das ist eine schwierige Frage. Da kann man nicht so einen Zeitkontext. Willst du das noch kann mal man hören? Immer sagen. Nein, 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 ich kann, es ist nicht so lang. Ich kann es. Schneller. Ich würde sagen Gauland. Das ist falsch. Darf ich dir auch Punkte abziehen? Ja, du darfst mir Punkte abziehen. Okay. Wer hat's gesagt? Hitler oder Höcke? Ein paar Korrekturen und Reformchen werden nicht ausreichen, aber die deutsche Unbedingtheit wird der Garant dafür sein, dass wir die Sache gründlich und grundsätzlich anpacken werden. Wenn einmal die Wendezeit gekommen ist, dann machen wir Deutschen keine halben Sachen. Dann werden die Schutthalden der Moderne beseitigt. Höcke? Richtig! Ja, du bist gut! Ich habe jetzt noch Höcke oder Goebbels für dich. Und zwar lautet das Zitat: Liebe Freunde, unser liebes Volk ist im Innern tief gespalten und durch den Geburtenrückgang sowie die Masseneinwanderung erstmals in seiner Existenz elementar bedroht. Also das kann eigentlich nur Herr Höcke gesagt haben. Richtig. Ja, trotzdem hast du gewonnen. Naja, aber es hat trotzdem Spaß gemacht, mit dir zu spielen. Vielen Dank. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt: Wer hat's gesagt?